bei den Direktbanken diese holländische Bank, ich habe sie schon wieder am Schlawittchen, die steuern ihr Geschäft damit. Die teilen an die Kollegen, an mich mit, wie lange die Bearbeitungszeiten sind. Die normalen Bearbeitungszeiten liegen so zwischen 8 und 12 Arbeitswerktagen, also Wochentagen, also 3 Wochen max. Wenn jetzt die Bearbeitungszeiten nach unten gehen auf 10 Tage, auf 8 Tage, manchmal, ich habe glaube ich auch schon gesehen, 5 Tage, wissen Sie, was dann passiert? Dann kommt eine E-Mail, Achtung, Zinssenkung. Was machen die ganzen Kollegen? Ich muss meinen Kunden Zinssenkung. Ja, da rufen die alle an und dann wird die holländische Bank wieder mit Anträgen zugeworfen. Und dann gehen die Bearbeitungszeiten wieder auf 8 Tage, auf 10 Tage, auf 12, auf 15 Tage oder wie auch immer. Und dann kommt, Achtung, wir erhöhen den Zinssatz. Und dann werden die nochmal zugeworfen. Und dann merken sie plötzlich, unsere Zinskonditionen sind schlecht, die sind nicht marktgerecht. Dann geht die Bearbeitungszeit wieder runter und dann senken sie wieder. Wie ist so ein Annuitätendarlehen aufgebaut? Das ist der Darlehensstand am Anfang des Jahres, 200.000. Ja? Machen wir mal JA, Jahresanfang. Entschuldigung, 300.000. Ich wollte nur mal gucken, ob Sie aufpassen. Kann man ja sagen. Muss ich nur zu helfen wissen, oder? So, zack. Jetzt haben wir gesagt, der Zins ist 2. Okay? Tilgung ist auch 2. Annuität ist 4. Und jetzt ist der Darlehensstand JE Jahresende. Okay? So. Jetzt die große mathematische Herausforderung. Zinsen. 2% auf die 300.000 sind ca. 6.000, ja? So, die Rückzahlung machen wir grün, weil damit entlasten Sie sich ja, sind auch komischerweise auch 6.000, richtig? So, die Annuität, die Jahresrate ist 12.000, einverstanden? So, 2 plus 2 ist 4. So, wie hoch ist der Darlehensstand am Ende des Jahres? Nicht alle auf einmal. Eva Zwerg und Adam Riese? 288. Okay, wir machen es jetzt mal zur Vereinfachung nur jährlich, weil sonst rechnen wir uns einen Wolf. Aber trotzdem nochmal. Genau. Ja? 294.000 sind noch da. Ne? Weil das eine sind ja die Kosten fürs Geld, die Zinsen, und das andere ist nur die Rückzahlung. So. Dann haben wir am Jahresanfang, am nächsten, 294.000. Jetzt zahlen wir darauf wieder 2% Zinsen. Nur, da sagt die Bank ja nicht, nö, wir nehmen jetzt mehr oder weniger. Jetzt bitte Taschenrechner oder Smartphones anwerfen. 294.000 mal 2%. 5.880, ne? Sehr gut. So. Und jetzt kommt eigentlich das, was Sie wirklich wissen sollen und müssten und sollten, was die meisten nicht wissen. Und deswegen empfehle ich wirklich dieses ganz stinknormale Annuitätendarlehen. Ohne so einen Scheiß wie Bausparen, Riester-Sparen oder so ein Gedöns. Weil hier können Sie zur Not sogar selbst nachrechnen. Ja? So, was passiert jetzt? Wie hoch ist die Tilgung? Erhöht sich die Tilgung ja um die 120. Bingo. Ich habe das jetzt absichtlich gemacht. Ich wollte Sie da nicht in eine Falle. Mir geht es nur darum, dass Sie sehen, wie funktioniert so ein Annuitätendarlehen. Eigentlich heißt das 2% anfängliche Tilgung. Das ist also praktisch nur im ersten Jahr. Und danach, vollkommen richtig, erhöht sich die Rückzahlung, die Tilgung, um die ersparten Zinsen. Und jetzt sehen Sie, was da passiert. Jetzt tilgen Sie nämlich plötzlich nicht mehr mit 6.000, sondern mit 6.120. Ja? Weil Sie ja jetzt 120 Euro an Zinsen einsparen. Einverstanden?
Ja? Ja. 6,120. Die Annuität, die jährliche Rate, oh Wunder, ist immer noch 12.000. So. Und wie hoch ist jetzt die Restschuld am Ende des Jahres? Mensch, das haben Sie ebenso schön beantwortet. Noch einen neuen Versuch. So ganz grob. Also 288.000 minus 120, weil die zahlen wir ja jetzt zusätzlich zurück. 287.880, stimmt das? Miss Taschenrechner? Ja? So, dann sind nur noch 287.880 da. So, jetzt geht das Spielchen weiter. Jetzt ist das Darlehen am Anfang des Jahres 287.880. So, wieder 2% drauf. 5.000, doch, 5.000, was war das? 758, das runden wir jetzt mal auf. Also da sind wir jetzt mal nicht so kleinlich, ja? Weil sonst rechnen wir hier mit, ne? 5,758. Tilgung ist logischerweise wieder höher. Nämlich 242 Euro. Richtig? 6,242. Die Annuität ist, oh Wunder, immer noch die gleiche. Ja? Ja, weil viele denken ja dann, ihre Rate fällt. Nee. Ja? So. Und dann haben wir Restschuld. Oh, jetzt nochmal. Ja. 281.600. So. Ja? Genau. Ja, das heißt, Sie haben jetzt also hier schon nach gerade mal 3 Jahren haben Sie schon fast 19.000 Euro zurückgezahlt. Da geht also echt die Luzi ab. Ja. So, jetzt haben Sie gesehen, knapp 19.000. Jetzt machen wir nochmal folgendes Spielchen. Jetzt haben wir ja hier gesagt, wir packen nochmal 0,15 zusätzlich in die Tilgung. Ja? So, ich ziehe mal einen dicken schwarzen Strich und mache das ganze Spielchen jetzt nochmal. Also, wir haben wieder 300.000 am Anfang des Jahres. Ich kürze das jetzt mal ab hier, 300. 300.000 mal 1,85. 5.550? Ja. Ja? Okay. Tilgung ist jetzt, ne, 12.000 minus 5.550. 6.450. Ja. Annuität. Die jährliche Rate ist wieder genauso wie hier oben. 12.000. Ja, und jetzt ist aber die Darlehenssumme nicht mehr 294.000, sondern sie ist nur noch 293.550. Ja, so. So, nächstes Jahr. Wir machen das genauso wie oben. 3 Jahre. 293.550. Mal 1,5%. 1,85%, Entschuldigung. 5,430. Gerundet oder glatt? Abgerundet. Abgerundet, okay. Ist fein, ja, ist fein. Wir runden jetzt ein bisschen einfach. So, dann ist die Tilgung jetzt groß. 6.570, richtig? 6,570. Die Rate, oh Wunder, ist wieder 12.000. Ja? Und die Restschuld? 293.550 minus 6.570. Na? Sie dürfen schon mal wieder 1,85% darauf rechnen, nämlich die Zinsen. 5.309, auch wieder ein bisschen gerundet, ne? Alles klar. Ja, ist fein. 5.309, die Tilgung ist jetzt aber schon 6.691, richtig? 6,691. So, Tilgung, Quatsch, die Annuität, die Rate pro Jahr, oh Wunder, wieder 12.000. Na? Und die Restschuld? 280.000, wie viel? 289. So, diese lächerlichen 0,15 sind nach 3 Jahren 1.400 Euro an Schulden, an Unterschied. Wir machen das jetzt einmal auf so eine durchschnittliche normale Zinsbindung, nämlich 10 Jahre.
Ja, das ist so die Standardsache. Das rechne ich Ihnen hier nochmal eben gleich durch. Und dann wissen Sie, was das über 10 Jahre, dieses kostenlose Sondertilgungsrecht, Sie eigentlich kostet, wenn Sie es nicht nutzen. Wir haben ja festgestellt, 97-98% aller Leute nutzen es gar nicht. So, und das ist wirklich, ja, also man könnte es jetzt geschickt ausdrücken und sagen, das ist ein toller Marketing-Gag. Dann würde ich sagen, ist das positiv formuliert. Ja, man könnte aber auch sagen, Sie wurden verarscht. Das ist erstmal eine Frage, ist die Flasche halb voll, halb leer? So, dann haben Sie eine Restschuld in dem obigen Beispiel nach 10 Jahren von 233.640. Jetzt wieder gerundeten Tick, ne? Zwei, das ist die Restschuld bei dem Beispiel nach 10 Jahren. Ja? Also andersrum formuliert, 66.000 und ein paar zerhackte sind abbezahlt. Und jetzt rechnen wir das mit den 2,15, mit diesem lächerlichen 0,15 Zinsunterschied. Ich lasse das mal verlesen. 28.663,20. Genau. Und hier haben Sie dann eine Restschuld nur noch von 228.663. Nur 5.000 Euro. Es sei denn, Sie haben fest, Ihre Eltern, Großeltern sagen, Sie geben Ihnen jedes Jahr die 10%. Okay. Oder Sie wissen, Sie gewinnen jedes Jahr im Lotto. Jo? Gar kein Thema. Genau. Oder Sie erben jedes Jahr. Gut, manchmal kann man das ja steuern. Das ist so die Frage. Das funktioniert wahrscheinlich nur ein einziges Mal. Ja, aber diese Kleinigkeit macht eben hier mal eben knapp 5.000 Euro aus. Haben Sie sich das mal so bewusst gemacht bisher? Es gibt im Grunde noch andere Fallen, in die Sie tappen können.